Okay. Oha, wie viele direkt? Wie füge ich das jetzt hinzu? Jula! Hallo. Hi! Hi. Was lachst du so? Hab's genau gesehen. Oha. Ich wusste erstmal gar nicht, wie man es einstellt. Ich warte um 17 Uhr. Ich bin richtig deutsch bei sowas. Hallo, es ist 17 Uhr. Warum sind wir nicht live? Oha. Sorry, sorry. Ist okay. Hat nicht gerade ein Spiel? Gerade. Hä? Wir haben Kniffel gespielt, aber. Ach so, hä? Keine Ahnung. Nein, wir haben kein Aber Spiel. Morgen um 14 Uhr. Also ach, alle morgen. zuschauen, Daumen drücken. Morgen geht's wieder los. Ihr gewinnt eh. Hoffentlich. Safe. Ja, aber seid ihr jetzt im Hotel? Ja, wir sind jetzt im Quarantänehotel. Drin Wie müssen wir nur lange unsere schon? Masken tragen. Seit letzten Samstag. Aber hier draußen darf man ohne Maske sein, Gott sei Dank. Bisschen frische Luft. Aber Ja. es nervt schon, gell? Ja, was soll man machen? Also, das sind ja Sachen, die wir jetzt einhalten müssen. Und Nee. wenn man wieder Fußball spielen darf, dann macht man das gerne. Ja, das stimmt. Ja, apropos jetzt Quarantäne und alles. Voll viele Zuschauer haben gefragt, so wie du deine Quarantänezeit so verbracht hast. Also man durfte ja gar nicht raus. Also jetzt mit mehreren Gruppen, mit Freunden. Man ist ja die größte Zeit jetzt zu Hause geblieben. Was hast du da gemacht? Wie hast du deine Zeit so vertrieben? Ja, wir haben ja vom Verein Läufe bekommen, die wir machen mussten. Und ich habe einen Hund, mit der ich dann Gott sei Dank immer rausgehen durfte, dass mir die Decke nicht auf den Kopf gefallen ist. Und die Kleine wollte ja auch immer raus, dann konnte ich immer in Ruhe spazieren gehen. Dann haben wir ja relativ früh, sage ich mal, mit dem Kleingruppentraining wieder anfangen dürfen. Wie lange Und habt ihr jetzt nur Pause gemacht, also jetzt ohne Training? ich glaube, es waren 3 Wochen am Ende. Ach so. Und das war okay, aber ja, auf einmal hat man dann Zeit für andere Sachen. Also ich habe angefangen, in meinem Haus zu streichen. Ich habe mir ein Ja, meine Mama hat Fensterputzgerät auch gekauft. unsere ganze Wohnung umgestellt. Ja, also ich habe mir dann was zum Fensterputzen gekauft. In meinem Leben habe ich noch nicht Fenster geputzt. Geil. Ja, ich glaube, mein Haus ist so sauber, dass man vom Boden essen konnte, weil ich nur am Putzen war. Ich glaube, das war es bei Und jedem in der Zeit. ja, deswegen, man hat Zeit für Sachen, die man sonst nicht machen konnte. Und dafür war es echt ganz gut. Ja. Ja, war bei mir auch so. Wir haben ja relativ lange Pause gemacht. Also ich glaube, bei uns waren es 6 bis 8 Wochen jetzt. Es war dann noch schlimmer als bei euch, deswegen. Ja, also ich bin ja, wie gesagt, froh darüber gewesen, dass es nur 3 Wochen bei uns waren am Ende. Ja, ich habe ja auch irgendwo schon mal gesagt, ich konnte diese Läufe nicht mehr sehen. Also ich war froh, überhaupt was machen zu dürfen. Wie oft die Woche hattet Aber ihr Leute? ja, jeden Tag, aber das waren schon jetzt nicht locker joggen. Also mein Hund hätte es nicht geschafft. Ja, oh, krass. Ja. Ja, auf Dauer nervt es dann. Vor Ja. allem ohne Ball dann. Aber Ja, genau. Man merkt ja, wenn der Fußball dann wieder im Spiel ist, dann denkt man schon, boah, geil, endlich wieder den Ball und dann auch so, oh, Ball, Ball, ja, man konnte ja nicht mal auf den Bolzplatz gehen und ein bisschen kicken. Die waren ja alle gesperrt. Das war Ja. schon nervig. Aber naja. Ja. Ja. Musste das Beste draus machen. Ja, das stimmt. Ja. Gehen wir mal weiter mit den Fragen. Also wir haben ja mega viele bekommen. Und ich glaube, eins so der meisten war auch so, wie du zum Fußball gekommen bist. Beispielsweise, mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Hat einer von deiner Familie Fußball gespielt? Bist du dann immer mit denen ins Training oder wie kam es dazu? Ja, ich habe mit 3 eigentlich angefangen. Also sobald ich richtig gut laufen konnte und nicht mehr nur gestolpert bin, Ja. konnte man mich nur mit dem Ball am Fuß sehen.
Und ich habe einen älteren Bruder, der ist 5 Jahre älter als ich. Und Ne. ja, meine Eltern waren beide selbstständig, dass sie dann immer gesagt haben, ja, nimm mal deine kleine Schwester mit. Und Ne. so wie das dann ist, der große Bruder. Und der hatte Ne. wirklich gar keine Lust auf mich und hat Oh immer gesagt, ich mache alles kaputt. ja, wenn der da mit seinen Jungs kickt. Ja. Ins Feld, aber die Jungs haben dann immer gesagt, nein, du musst ins Tor, du bist zu klein. Ja, und irgendwann war ich dann im Feld und mit 8 war ich dann in der ersten Fußballjungenmannschaft im Verein dann. Okay. Ja, und mein Bruder besteht auch Okay. immer Und da. darauf, dass ich die Geschichte genauso erzähle, weil er sagt, ohne mich Ah, wärst du gar nicht zum Fußball gekommen. Ja. damals noch die nervige Schwester und jetzt Yep. Und jetzt scheiß drauf, wenn du es benutzt er erzählst. mich. Ja. Ja. Ja, und wie ging es dann für dich weiter? Also du hast dann ja mit 8 bei einer jungen Mannschaft angefangen. Ja. Wann bist du Dann, letztendlich dann zu den Mädels gewechselt? ich wollte es so lange hinauszögern, wie es ging, weil ich wollte gar nicht bei den Mädchen spielen. Also ich habe mich wirklich geweigert und wenn sie dann manchmal gefragt haben, ob ich aushelfen kann, habe ich auch immer gesagt, nee, ich spiele nicht mit Mädchen Fußball, die können das ja gar nicht. Ja. Und ja, dann wusste ich irgendwann mit 14, mittlerweile kann man ja, glaube ich, bis man 16 ist bei den Jungs spielen. Ja, bist du Baby? Genau, und dann bin ich nach Köln gewechselt, zu Fortuna Köln. Und die waren echt damals schon eine relativ erfolgreiche Mannschaft bei uns in der. Hey Maggi, was geht? Magi. bei uns in der Region. Und mit 16 bin ich dann ins Sportinternat gezogen, in die zweite Bundesliga nach Wattenscheid. Und mit 18 dann nach Bad Neuenahr in die erste Bundesliga. Okay. Ja, und Und so. mit wie vielen Jahren hattest du dann deinen ersten quasi Profivertrag? Mit 18. Okay. Und Ja. dann wusstest du quasi auch, dass der Weg zum Profisein auch nicht mehr weit ist. Ja, also ich habe immer. Also ich glaube, ich habe nie gesagt, ich will unbedingt Profi werden. Das war echt immer ein schönes Hobby von mir. Und es war dann wirklich so, dass ich immer gesagt habe, ich gucke mal, wie weit es geht. Und mir Ja. gar keinen Druck gemacht habe, ich muss das unbedingt schaffen und ich will das. Und es war dann immer schön zu sehen, wenn dann in der Bundesliga Mannschaften gespielt haben, wenn wir beim Länderpokal waren. Dann habe ich gesagt, ja, ich möchte das auch irgendwann schaffen. Habe mir aber nie selbst den Druck gemacht und gesagt, boah, ich muss. Und ich glaube, so bin ich ganz gut damit umgegangen und weiß das auch dafür, glaube ich, umso mehr alles zu schätzen, was ich da eigentlich bis heute erleben darf. Ja, apropos jetzt Länderpokal, bist du durch den Länderpokal eigentlich zum DFB gekommen oder dann letztendlich durch die Mannschaft da, wo du gespielt hast? Durch den Länderpokal. Jetzt bin ich ja Innenverteidigerin. Damals war ich noch Stürmerin oder auf dem Flügel und Ja, okay. war beim Länderpokal dann nicht ganz so unerfolgreich, gibt es das Wort, nicht ganz so schlecht und habe ein paar Keine Tore Ahnung. gemacht. Und dann wurde ich damals zur U15-Nationalmannschaft für so einen Kaderlehrgang eingeladen. Da waren, glaube ich, 35 Spielerinnen, die beim Länderpokal aufgefallen sind. Und am Ende von den 25 Spielerinnen waren es nur noch 23. Und als dann mit mir gesprochen wurde, dass ich mit zum Vier-Nationen-Turnier eingeladen werde oder mitkommen darf, da war es schon echt cool, wirklich. Da war ich dann seit der U15-Nationalmannschaft dabei. Also du bist dann jede Jugend quasi dann mitgegangen Ja, bei genau. dem Ich habe DFB. Ja. 15, U17, U16, U17, U19, U20. Damals gab es noch die U23, die gibt es nicht mehr. Und dann 2015 bin ich zur A-Nationalmannschaft gekommen. Okay, wie alt warst du da? 23, glaube ich. Oder Okay. 15, ja, Und 23. haben dann viele den Sprung von der U23 dann geschafft oder waren es jetzt nur zwei, drei oder warst du die Einzige? Wir reden manchmal bei der Nationalmannschaft darüber, wie viele von unserem Jahrgang dabei sind. Rojan, Ja. Turit Knag, Svenja Huth,
Alex Popp, Almut, ich. Also wir haben schon wirklich viele von unserem Jahrgang, die es dann wirklich geschafft haben. Und ab und zu reden wir dann noch darüber, boah, wisst ihr noch, unser erstes Turnier in der U15. Und jetzt sind wir alle hier und es ist schon schön. Also wir kennen uns wirklich alle zum Teil echt sehr lange. Das ist auch schön. Ja, Ja. durch den Fußball lernt man auch viele Leute kennen. Ja, das stimmt. Ja, Sonst hat man ja keine Zeit. das stimmt. Man macht ja nichts anderes Ja, gefühlt. richtig. Ich habe noch ein paar Fragen jetzt eher zum Thema Training. Haben auch viele gefragt, jetzt zum Beispiel, wann fängt bei euch das Training an, so nachmittags ungefähr? Nachmittags haben wir, wenn wir nur eine Einheit am Training haben, um 15 Uhr. Und ansonsten um 15:30 Uhr nachmittags, wenn wir zwei Einheiten haben. Dann eine um 10 und um 15:30 Uhr. Ist schön, dann hat Ja, man nehmen wir mal an, sehr die früh ist jetzt um Feierabend. 15 Uhr. Ja, das ist auch gut. Ja, nehmen wir mal an, die ist jetzt um 15 Uhr eure Trainingseinheit. Bist du dann eher so eine, die um Punkt 15 Uhr da ist, oder kommst du dann mal 20 Minuten früher oder bleibst du mal länger? Also, ich bin eigentlich immer eine halbe Stunde vor dem Training da. Wir haben einen Kraftraum in der Kabine, wo wir dann unsere Mobis machen, Stabis machen. Und meistens bin ich schon eine der Späten, obwohl ich eine halbe Stunde eher komme. Da haben wir wirklich eine sehr fleißige Mannschaft. Und ich komme rein und denke, oh, ich bin zu spät. Aber eigentlich hat man noch eine halbe Stunde. Also die Mannschaft ist da schon sehr fleißig und nutzt eigentlich jede Minute, die man davor noch etwas machen kann. Und wenn das Training so beginnt, du bist ja bestimmt mit voll vielen da gut, also mit deinen Spielkameraden. Und da wollte ich mal so fragen, wer dich denn so am meisten ablenkt, jetzt zum Beispiel vom Training, wer am meisten Späße macht und alles. Weil das kenne ich ja auch bei uns. In Essen hätte ich das sofort beantworten können. Da war unter anderem Maggi, Gideon, Irini, Joanidu. Wir waren da schon echt. Während des Trainings, solche Sachen. Ja, in Wolfsburg ist es ein bisschen anders. Ich glaube, wenn ich dann da auf dem Boden mich wälzen würde, dann dürfte ich direkt duschen gehen. Das ist schon alles sehr fokussiert, also klar auch mit viel Spaß, aber es ist wirklich anders als in Essen. Musste ich mich auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen, weil ich schon der Typ bin, der auch manchmal hier und da ein bisschen ja, einen Spruch auf den Lippen hat. Aber ja, wir haben trotzdem viel Spaß im Training, aber es ist ein bisschen anders. Also schon, wenn wir die Übung machen, viel fokussierter. Jetzt zum Beispiel, ihr habt ja bestimmte Pläne, bestimmt auch Ernährungspläne. Und da wollten die Zuschauer auch mal wissen, wie du so einen Körper quasi haben kannst. Ich meine, du hast ja auch ein paar Bilder auf Insta gepostet, wo man den auch gesehen hat. Und dann haben die halt gefragt, ob du auf viele Sachen verzichtest, ob du neben dem Training auch noch ins Fitnessstudio gehst, um dafür was zu machen, oder ist es allein Also, genetisch? ja, die Frage kriege ich oft gestellt. Ich bin der Typ, der genau, also würde ich sagen, genau weiß, wann man was essen darf, wann man was machen sollte. Vorm Spiel weiß ich, dass man keine Pizza isst, solche Sachen. Also das ist, glaube ich, wenn du Leistungssportlerin bist, ist es, glaube ich, schon normal, dass du weißt, wann kannst du was machen. Nach dem Spiel ist es auch so, oder Anfang der Woche, dass ich sage, boah, ich habe richtig Bock auf eine Pizza oder einen Döner oder keine Ahnung, dass ich mir das auch gönne. Weil ich sage, guck mal, das Spiel war wirklich sehr anstrengend, mein Körper braucht wieder Energie. Es ist halt so, man muss ein Gefühl dafür kriegen, wann man was essen darf oder sollte, nicht darf, darf ist das falsche Wort. Aber ich bin schon so, wenn ich Bock auf irgendwas habe, dann esse ich das auch. Wenn ich jetzt Eis will oder Kuchen, ich liebe Kuchen, ich liebe Kekse, das ist meine Schwäche, dann esse ich das auch wirklich sehr gerne, auch am Nachmittag. Und
Ja, ich mache dann schon meine Mobis, meine Stabis. Habe auch gute Gene, muss ich sagen. Ich glaube, andere müssen da ein bisschen mehr machen als ich. Die schimpfen auch immer, wie es sein kann, bei dem, was ich esse, dass ich überhaupt so aussehe. Ja, danke an meine Eltern. Ich kann mich nicht beschweren. Haben sie was Gutes gemacht. Und ja, ich mache dann auch immer Scherze, wenn ich im Kraftraum bin und nur meine Bauchübungen mache, dann sage ich, Leute, der Sommer kommt, man kann nicht früh genug anfangen. Ach, Ja. ja. Also Aber man muss so ein Gefühl dafür du kriegen hast und ja ich jetzt auch. finde, man sollte sich nichts verbieten. Du hast dich ja auch auf Instagram mal von einer anderen Seite gezeigt, jetzt mal nicht in Trikot, sondern auch mal in der Strandfigur. Hattest du da eigentlich mal auch so negative Kommentare oder so Hate-Kommentare von so Leuten bekommen? Gar nicht. Ja. Ich habe echt sehr nette Follower, Ja. die schreiben immer sehr liebe Kommentare unter meine Fotos. Man sieht es ja auch. Aber letztendlich will ich nicht sagen, dass es mir egal ist, was da drunter steht, weil jeder hat ja seine eigene Meinung zu Dingen. Und ich fühle mich sehr wohl mit meinem Körper und zeigt es auch. Und am Ende muss ich mir selbst gefallen und dann lege ich da nicht so viel Wert darauf, ob 100 Menschen Bikini-Fotos gefallen oder 200 Menschen oder 2000, keine Ahnung. Ob da liebe Kommentare sind, schlechte Kommentare. Also die Hauptsache ist, glaube ich, erstmal, dass ich mir selbst damit gefalle und ich denke, ach ja, sieht ja nicht ganz so schlecht aus. Und habe da, glaube ich, auch ein Mit so einem gesundes Körper, ja. Selbstbewusstsein. Und habe aber bisher sehr viele gute Kommentare bekommen. Also eigentlich kriege ich sehr selten negative Kommentare. Ja. Ja, sehr nette Follower auf jeden Fall. Sehr nette Follower, Dankeschön. Ja. Hier war sogar eine Frage von einem, was für eine Landsfrau du denn bist. Ja, also ich bin in Köln geboren. Meine Mama ist Türkin und mein Papa ist Iraner. So. Ja, okay. Ich spreche Türkisch, spreche kein Farsi, also die Sprache im Iran. Sehr schade. Mein Papa wollte, dass wir zu Hause nur Deutsch sprechen. Und meine Mama hat dann immer heimlich und nebenbei mit uns Türkisch gesprochen. Und ich habe noch zwei ältere Geschwister, die lieben es total, Türkisch zu sprechen. Und ich bin die jüngste von uns dreien und habe mich wohl sehr früh vor meine Mama gestellt und gesagt, mit dir rede ich kein Türkisch. Papa hat gesagt, wir reden nur Deutsch. Oh nein. Ja, und ich rede nur mit meiner Oma Türkisch, weil die kann kein Deutsch. Und ja, also ich kann es schon, schicke aber eher meine Geschwister vor oder meine Mama. Und finde es eigentlich sehr schade, dass ich nicht beide Sprachen perfekt kann. Aber dafür kann ich Deutsch, glaube ich, nicht ganz so schlecht. Ja, das ist die Hauptsache. Ich meine, du Ja. kannst ja hier. Aber Ja. kam dann auch mal so die Anfrage von der türkischen Nationalmannschaft oder blieb es dann nur bei der deutschen? Also, ich meine, dass da mal über eine Freundin, die in der türkischen Nationalmannschaft spielt, eine Anfrage kam, aber sie wusste eigentlich schon seit der U15-Nationalmannschaft, dass ich mich für Deutschland entschieden habe, dass ich mehr mit Deutschland am Hut habe als mit der Türkei oder dem Iran. Und ich habe immer gesagt, für mich hat sich die Frage nie gestellt, ob ich nicht für Deutschland auflaufen werde. Und deswegen war das, glaube Ja, ich, ich klar. Also glaube, die sagen das. auch immer, ich bin richtig deutsch. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll in Ja. deren Augen. Ich glaube immer pünktlich, immer sehr, alles muss so sehr geradlinig sein. Ja. Das höre ich dann sehr oft, dass ich sehr deutsch bin. Ja. Ja, ich glaube, es wäre auch was anderes, wenn jetzt zum Beispiel beide Eltern aus der Türkei wären. Ja, genau. Also so, ich bin sehr Multikulti aufgewachsen. Meine Eltern haben immer gesagt, mach, was du möchtest. Wir zwingen dich zu nichts. Wenn du, es ist immer so ein gutes Beispiel, wenn du zum Beispiel Schweinefleisch essen willst, dann mach das. Wenn nicht, dann ist es auch okay. Ja, Aber wir wurden richtig. nie so erzogen, dass man etwas machen muss. Und da bin ich meinen Eltern echt sehr dankbar, dass sie meinen Geschwistern und mir, was solche Dinge angeht, nie was vorgeschrieben haben und dass Religion oder irgendwas anderes da auch nie eine Rolle gespielt hat. Ja, ist auch wichtig. Ich meine, man soll seine eigenen Entscheidungen auch treffen. Ja. Ja.
Ich habe sogar noch ein paar Fragen. Und Ja, ich habe zwar, Zeit, habe hier nichts zu tun. ja, und zwar jetzt mal was Lustiges. Also, das kannst du egal wie beantworten, ob es jetzt bei Essen war oder wo du erst angefangen hast oder hier. Was war denn so das Lustigste, beispielsweise peinlichste, was dir jemals auf dem Spielfeld passiert ist? Auch vielleicht vor mehr Zuschauern oder irgendwie sowas. Ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal vor der WM letztes Jahr erzählt. Da war eine Ja. Taube auf dem Platz, auch beim Länderpokal, genau bei dem. Und Ja. mir hat ein Tor gefehlt, dass ich Torschützenkönigin werde. Und am Anfang des Spiels gab es Ja. diese dummen Tauben. Also ich will niemanden beleidigen, aber die waren halt in dem Moment doof. Ja. Dass ich die noch vor dem Spiel weggescheucht habe. Ich habe noch so, ne, geht weg, keine Ahnung. Ich Ja. sehe schon, dass ich mein Tor mache, habe die Torhüterin umkurvt. Auf einmal wirklich die Taube, das war der Ball, das war die Taube. Und ich wusste, wenn ich schieße, dass ganz viele Federn in der Luft Oh liegen werden. nein. Ja, dann, das ging alles so schnell, dass ich noch diese Taube ausgedribbelt habe und daneben geschossen habe. Also wirklich, das Tor war leer, aber ich musste diese Taube auch noch. Und so wie Tauben auch sind, glaubst du, die hat sich 1 Zentimeter Echt? bewegt? Also ich Echt, gucke mich so ja. an und ja. Ja, und am Ende hat mir das Tor gefehlt und das ist auch so eine Geschichte, wo wir heute wirklich noch drüber lachen und alle, die dabei waren, die können es nicht glauben, dass ich diese Taube gerettet habe. Und ja, wo auch immer du bist, Taube, ich hoffe, du lebst noch. Ich höre, wenn die jetzt nicht lebt, dann hat sich echt nicht Ja, gelohnt. wirklich. Aber ja, das war mein lustigstes Erlebnis. Werde ich auch nie vergessen. Also es ist immer so, als wenn ich 10 Jahre, 14 Jahre zurückdenke, denke ich so, oh, diese Taube. Ja, Ja, nervig, aber das. auch echt witzig. Ja. Also Gab es da Ruhe in noch Frieden, irgendwas wo auch oder immer war du das bist. so? Das ist schon etwas, wo ich mich eher daran erinnere. Das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Ja. Sonst, ja, es gibt ja immer so Momente, wo man nochmal Pipi muss, zum Beispiel, und Ja. dann während des Spiels, oh nein, reiß dich zusammen und dann Oh schnell raus, Trainer, ich muss Pipi machen. Und mitten wieder im zurück. Spiel. Ja, was soll man machen? Das war, hat auf die Blase gedrückt. Ja, soll, Und also dann das waren fühle ich mich so. sogar schlecht, wenn ich als Auswechselspielerin als Klo muss. Aber du gehst Ja. einfach vom Feld. Ist nur einmal passiert, Geil. aber ja. Wann war das? Wie lange ist das Da war her? ich noch jung, da war ich jung. Es war, glaube ich, noch in Köln. Ach so. Aber ich musste wirklich Pipi und Ach so. kann ich halt nichts für. Und ja, und alle so, was machst du denn da? Und ich sag, ja, Entschuldigung. Ja, Oh also mein auch mir Gott. passieren solche Sachen. Falls ihr mal müsst, haltet es Ja, nicht ein. Das ist nicht geht gut für die einfach. Blase. Also auch nicht laufen lassen, sondern versucht, auf die Toilette zu gehen. Oh Mann. Ja. Mein Gott. Ja, auf jeden Fall geile Erlebnisse, die Ja. man nie vergessen wird. Ja. Nein. Jetzt erstmal so eher zu einem Erfolgstipp, würde ich mal sagen, was eine Zuschauerin gefragt hat. Zum Beispiel, wenn du jetzt 100% hast, wie würdest du es auf Glück, Fleiß und Talent aufteilen, um quasi erfolgreich zu werden? Glück würde ich komplett streichen. Ich glaube, wenn man sich mit alten Trainern unterhält, oder alten Mitspielerinnen, die mich seit der U15 kennen, dann hätte, glaube ich, jeder gesagt, du wärst wahrscheinlich die Letzte gewesen, von der wir geglaubt hätten, dass sie es so weit schafft. Und klar hatte ich ein bisschen Talent, beziehungsweise ich hatte immer schon echt, ja, Tempo unterm Hintern. Also ich war immer schon sehr schnell, was für mich ein Riesenvorteil war gegenüber anderen Spielerinnen. Aber das war nie so, dass ich technisch die Beste war oder dass ich da besonders gut war. Ich war einfach echt sehr, sehr schnell und habe dann jedes Jahr versucht, noch mal ein bisschen besser zu werden, noch mal ein bisschen besser. Und dass ich jetzt, glaube ich, da bin, wo ich bin, das hat mir niemand geschenkt.
Und das war schon ein harter Weg, nicht immer ganz so einfach. Habe eigentlich auch meine Entscheidung immer aus dem Bauch heraus getroffen, wie der nächste Schritt für mich sein wird. Und ich war echt fleißig, und mir wurde nichts geschenkt. Ja. Ja. Aber findest du nicht, dass es auch manchmal was mit Trainern quasi zu tun hat? Also jetzt zum Beispiel ein bisschen Glück, weil Trainer machen da ja schon viel aus mit den Entscheidungen. Und ich meine, ich kenne es auch von mir von früher auch, dass es schon trainerabhängig war in manchen Situationen. Ja, ich hatte wirklich viele gute Trainer, das muss ich auch sagen. Unter anderem Thomas Oblies, mit dem ich trainieren durfte, als ich 16 war und in der zweiten Bundesliga. Das war auch mein erster Trainer, der mich in der ersten Bundesliga begleitet hat. Und das war dann zum Teil so, ich kam mit 16 Jahren nach Wattenscheid in die zweite Liga und in Köln dachte man, man wäre der Superstar und ja, ich muss ja gar nichts anderes machen und ich bin ja gut, besser als die anderen. Und er war schon so, ich habe eigentlich meiner Meinung nach gut trainiert und ich sitze auf der Bank, jetzt nur um Beispiele zu nennen. Und ich war so sauer, weil ich das nicht verstehen konnte, warum er mich auf die Bank setzt. Und dann sagte er, dein Training am Freitag war schlecht. Und ich sage, ein Training, das gibt's doch nicht. Also, was soll das denn? Und er hat mir dann halt schon versucht zu erklären, dass ich in jedem Training Vollgas geben soll, dass jedes Training natürlich auch anders ist. Jeder hat andere 100%. Wenn man mal einen schlechteren Tag hat, kann man aber trotzdem 100% geben. Wenn man einen guten Tag hat, sieht man das ja eh auch sofort. Aber er wollte einfach, dass ich immer, immer, immer mein Bestes gebe. Und da hatte ich schon viel Glück, dass er mich mit so jungen Jahren so geprägt hat. Dass mir auch nichts geschenkt wird, dass ich mich nicht ausruhen soll. Das ist jetzt nach 10 Jahren Bundesliga manchmal schon so, dass man denkt, jetzt die Motivation noch zu finden oder in jedem Training Vollgas zu geben. Da muss man sich selbst echt immer motivieren. Aber zum Glück habe ich Trainer, die einem da auch in den Hintern treten, wenn es mal nicht so ist, wenn man dann nur ein paar Prozent weniger gibt. Und ja, ich versuche auch in jedem Training 100% zu geben. Manchmal gelingt mir das besser, manchmal schlechter. Ja, aber ich versuche einfach immer mein Bestes zu geben. Und wer hat dich so quasi am meisten bei dem Weg unterstützt? Waren es jetzt Freunde, Familie? Ich meine, ich glaube, du bist auch mit jungen Jahren weg dann Ja, mit von der 16 bin ich Familie gegangen. ausgezogen. Ja. Wie weit? Also war das dann Es von zu war Hause? zum Glück nur eine Stunde weg von Köln nach Bochum, Bochum-Wattenscheid. Ich war aber immer zu Hause die Prinzessin von Papa und die Jüngste. Und ja, ich habe zwar im Internat gelebt, aber er war dann trotzdem jedes Wochenende dann bei mir. Und wenn es nur war, um meine Einkäufe vorbeizubringen, ich kann ja mit 16 noch nicht selber einkaufen. Oh Aber nein. er hat dann immer gesagt, nein, ich mache das gerne für dich. Und ja, der hat da schon viel gemacht, dass er mich dann immer regelmäßig sieht, aber auch allgemein meine Familie. Die haben immer gesagt, mach, wie du möchtest. Sie haben mir Ratschläge gegeben, aber nie gesagt, dass ich etwas machen muss. Und auch sonst mein großer Bruder, meine Schwester, meine Eltern, die sind alle so stolz auf mich. Ich hatte früher das Erste, was er gesagt hat, ja, das ist meine Tochter, die Fußballerin. Und ja, ich sage, ja, hallo, hier bin ich. Und meine große Schwester sagt dann immer auch, ja, hier ist die andere Tochter, von der hört man weniger, aber hier bin ich. Oh nein. Ja, die sind da Also schon warst du alle schon so wirklich. der kleine Liebling, kann man sagen. Ja, das Okay. war schon immer so. Ist immer noch so, also wenn ich auch manchmal mit meinem Bruder so ein bisschen kämpfe, wie man das zwischen Geschwistern macht, Ja. obwohl ich anfange, dann sagt er immer, lass deine kleine Schwester in Ruhe. Und dann sagt mein Bruder, die ist stärker als ich. Also, die hat angefangen, ja, lass die Kleine in Ruhe. Ich bin da immer seine Prinzessin, da wird sich nie was ändern. Ja, die Jüngste in der Familie. Ja. Ja, naja. So ist es. Ja, das stimmt. Wir hatten hier eine Frage von die.
kann ich nicht aussprechen, keine Ahnung. ist der Aufwand und das Risiko wert, die Frauen-Bundesliga fortzusetzen? Also ja, das ist eine gute und berechtigte Frage. Ich glaube, dass die Meinungen da sehr zwiegespalten sind und ich will auch gar nicht zu sehr auf das Thema eingehen, weil ich zum Beispiel bin der Meinung, dass wir sehr viel Wertschätzung gerade bekommen. Ich glaube, wir sind die einzigen Frauen, die überhaupt wieder Fußball spielen dürfen. Wir reden immer davon, dass wir gleichgestellt werden wollen mit den Männern. Und jetzt ist es mal so, dass wir in der Flyer-Alarm-Bundesliga weiterspielen dürfen. Und ich finde, das ist echt eine tolle Sache, tolle Wertschätzung. Und glaube auch, dass wir da kompetente Physiotherapeuten, Ärzte, Trainer, was auch immer haben, die wissen, wie die Trainingssteuerung ist, wissen auch, dass man jetzt eigentlich ja am Ende der Saison wäre, dass man da wirklich kompetente Leute hat. Und ich freue mich darauf, dass es weitergeht. Kann aber auch verstehen, wenn andere Dinge dazu sehen oder einen anderen Aspekt dazu sehen und auch mit der Gesundheit. Grundsätzlich denke ich aber, wenn man fokussiert ist, wenn man sich darauf einlässt, es ist nur meine Meinung, dass man schon mehr Spannung hat, als wenn man wirklich sagt, ja, nee, also ich will das nicht und warum und wieso, weshalb, dass man dann so nicht mit 100% bei der Sache ist und man kennt das ja, dann ist man schon verletzungsanfälliger. Ja, aber ich kann auf jeden Fall die Meinung anderer verstehen, wenn das hinterfragt wird. Für mich ist es aber für den Frauenfußball wirklich eine tolle Wertschätzung. Ja, auf jeden Fall. Und wie läuft es dann ab? Ist dann immer vor einem Spiel, vor jedem neuen Spiel quasi, wird ein Corona-Test durchgeführt und dann seid ihr immer eine Woche in Quarantäne und dann steht das Spiel an? Nicht. Oder wie läuft es ab? Zum Glück nicht. Es ist so, dass wir jetzt eine Woche vor dem allerersten Ligaspiel eine Woche in Quarantäne müssen. Das muss jede Mannschaft machen. Und dann ist es aber so, dass einen Tag vorher vor jedem Spiel getestet wird. Innerhalb von 24 Stunden bekommt man das Ergebnis, dass man dann auch wirklich sagen kann, alle Spielerinnen, die auf dem Platz sind, auf dem Feld sind, auch Staff, Physiotherapeuten, Trainer, dass die negativ sind. Und das wird dann vor jedem Spieltag gemacht. Das muss jede Mannschaft machen. Und so kann man dann sagen, hat schwarz auf weiß, man ist negativ. Ja. Und wieso war es genau jetzt bei dem ersten Spiel, dass man dann eine Woche quasi in Quarantäne musste mit der Mannschaft? Da muss man die Politik fragen. Ja, weil es ergibt ja gar keinen Sinn, weil wenn man beim zweiten Spiel dann nicht eine Woche in Quarantäne muss, kommt es aufs selbe hinaus, oder? Nicht? Eigentlich schon, also ich glaube gerade, also wir stehen ja schon sehr im Fokus, man wird schon mehr beobachtet, es wird darauf geachtet, was machen die Spielerinnen oder jetzt die Spieler, wie jubeln die zum Beispiel und dass wir da gerade schon echt sehr in der Beobachtung stehen und warum genau wir jetzt eine Woche vorher vor dem ersten Spiel in Quarantäne müssen, das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Ja. Es ist gut, dass wir vor den Spielen getestet werden. Und ja, deswegen. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber was denkst du, wie das Feeling sein wird, dann auf dem Platz zu stehen? Ich meine, man darf sich ja nicht mehr umarmen beim Jubel. Die Fans sind weg. Ist ja, glaube ich, komplett anders dann. Ja, ich habe das beim Männerfußball gesagt. Das erste Spiel war ganz komisch anzugucken, ohne Zuschauer. Und man kennt das ja aus Männerstadien, dass da schon echt richtig gute Stimmung ist. Ja. Und jetzt ist es irgendwie so, als Zuschauer normal. Also ich weiß nicht, wie es dann für die Männer ist. Aber man hat sich daran gewöhnt, dass man wirklich den Ball hört, die Kommandos hört. Und ich bin gespannt, bei uns sein wird. Schöner wäre es, wenn wir unsere Zuschauer gerade bei Heimspielen, die uns aber auch bei Auswärtsspielen unterstützen, wenn wir die dabei hätten, weil die machen schon echt immer gut Stimmung bei uns. Ich weiß nicht, wie es sein wird, aber ja, schauen wir mal. Also ich lasse mich überraschen, aber am Ende ist es halt leider ein Opfer, was wir bringen müssen, um wieder Fußball spielen zu dürfen. Und ja, hoffentlich nicht mehr allzu lange.
Ja, ich meine, irgendwann, ich glaube, beim ersten Spiel wird es dann ein bisschen komisch, aber dann gewöhnt man sich ja dann dran, weil es dann die ganze Zeit so sein wird. Ja, jetzt ist gerade ja alles noch sehr ungewiss. Man hat eine Einweisung bekommen, wie alles ablaufen wird, mit Maske, beim Warmmachen. Also das wurde uns auch alles klar kommuniziert. Wie es am Ende dann in der Praxis aussieht, wird sich zeigen. Und auch wie Ja. das am zweiten, dritten, vierten Spieltag ist, ob man da so eine Routine entwickelt oder ob es dann auch normal ist für einen, werden wir sehen. Ja. Wer ist momentan gerade deine Zimmerkameradin da in der Quarantänezeit? Wir dürfen keine Zimmerpartner haben. Wir sind alle alleine auf dem Zimmer. Ach so. Dürfen keinen Zimmerpartner haben. Ja. Jeder ist alleine. Ist auch Was? mal ganz gut. Ja, aber Ja. ihr dürft dann, habt ihr jetzt irgendwie eine begrenzte Anzahl, mit wie vielen ihr jetzt zum Beispiel raus dürft, spazieren oder zum Beispiel in ein Zimmer Spazieren oder dürfen wir ja gar spielen? nicht. Wir dürfen nur auf der Ah. Hotelanlage sein, haben einen bestimmten Bereich, der nur für uns ist, dass auch keine Gäste von außen Kontakt zu uns haben. Beim Essen halten wir immer den Abstand ein, auch weiterhin. Draußen haben wir halt die Terrasse, die wir nutzen können und da kleben wir jetzt auch nicht aufeinander und haben alles mit Abstand. Da sind wir schon, glaube ich, sehr gewissenhaft. Und so kann man dann auch draußen mal gemeinsam sitzen, ohne dass einem dann, ja, dass man nur sein Zimmer sieht. Und das Wetter ist ja auch ganz schön gerade. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Aber so in ein Zimmer dürfen dann nicht mehr Nein. als zwei oder Nein, auch nur keine alleine. Ahnung. Da Ah, okay. die Ja. Zimmer bleiben nur für einen selbst. Ja. Okay. Ja, ist auch mal ganz gut. Ja. Ich habe Ja. zwei Betten in meinem Zimmer. Manchmal möchte ich da Oh, liegen, manchmal nicht da, um die schlecht, das Perspektive ein bisschen zu überrascht ändern. mich. Ja. Nein. Einfach ein bisschen Ja. Abwechslung reinzubringen. Nein. Ja. Es ist ganz gut. Ja, klar. Ich glaube, wir hatten hier noch ein paar Fragen. Hier hat einer gefragt, ob du mal irgendwie eine peinliche Frage oder so eine unangenehme Frage von einem Fan gestellt bekommen hast. Also irgendwas Erstmal finde ich, wenn jemand Fragen hat, Blödes. soll jemand fragen. Das ist ja hier in der Schule, es Ja. gibt keine dummen Fragen. Aber wenn mir dann jemand eine Anfrage zu meinen getragenen Socken stellt, dann finde ich das schon komisch unter solche Oder Anfragen. willst du deinen getragenen Socken nicht doch Ja, solche selbst tragen? Anfragen, jeder mag ja andere Dinge. Ja. Ist nicht mein Fall und ich werde auch niemals getragene Socken verschicken. Also, dass Ja. ihr das alle mal gehört habt, falls es da Sockenliebhaber gibt. Ich hoffe Und nicht. das wird es bei mir nicht geben. Und ich, ja, es gibt solche Fragen. Ich möchte das nicht. Ja. Besser ist es. Ja. Ja, wäre auch ein bisschen komisch, aber naja. Ich glaube, Ja. jede Fußballerin kennt diese Frage. Ja, Du bist nicht die genau. Einzige. Ach nee, ist nicht Ja. meins. Dann die beantworte ich auch nicht diese Fragen. Ja. Also Ja. Der Stefan hat gefragt, welche Sachen haben sich durch Corona geändert, wo du dir wünschen würdest, ob das auch nach Corona weiterhin so verändert bleiben wird und warum wünschst du dir das? ich finde, Also gibt es Corona da hat uns irgendwas? nochmal gezeigt, dass wir die Dinge nicht als selbstverständlich sehen sollten, die Familie zu sehen, Freunde zu sehen, rauszugehen, all das, was wir alltäglich machen können, dass wir alle sehr oft sehr hektisch sind, uns gar nicht bewusst die Zeit nehmen für viele Dinge. Und das finde ich, um ehrlich zu sein, gerade schön, dass sich das alles ein bisschen verlangsamt hat, dass man viel bewusster auf Dinge achtet und jetzt nehme ich mir mal Zeit dafür, jetzt nehme ich mir mal Zeit dafür und es ist nicht so hektisch alles und alles Ja, viel genau. bewusster. Und das ist etwas für mich, was ich auch nach dieser Zeit mitnehmen möchte, dass ich die Dinge noch mehr zu schätzen weiß,
gerade meine Familie zu sehen, das geht gerade nicht und das geht ja bestimmt auch vielen so, dass das nicht möglich ist. Und ja, das ja, hoffe ich, dass man das einfach mit in die Zeit nach Corona nimmt, weil viele Dinge leider einfach als viel zu selbstverständlich gesehen werden. Und ja, ich hoffe, dass man das einfach ein bisschen ändert. Ja, ich glaube, das haben auch viele mitgenommen. Vor allem jetzt welche, die auch Fußball spielen oder wegen einem anderen Sport nicht zu Hause sind, die dann mal bei der Familie waren und alles, war das, glaube Ja. ich, schon ganz schön, mal wieder Zeit mit denen zu verbringen. Ja, Ja. genau. Und ich glaube, das ist schon schön, wenn man sich mit Menschen treffen kann, die Familie sehen kann. Auch da sieht man, dass das nicht selbstverständlich ist. Umso mehr wirklich jeden Moment genießen und immer das Beste versuchen, daraus zu machen. Ja. Ja. Okay, ich glaube, das war's. Es gab keine Fragen mehr jetzt, die jetzt noch nicht beantwortet wurden. Hast du noch irgendwie ein Schlusswort an deine Fans oder an die Zuschauer, die gerade einfach zuschauen? Ja, Ein weiterhin nette Schlusswort. Kommentare schreiben. Ja, gute Fans sein. gute Fans sein, nein. Einfach aufpassen, bewusster Dinge wahrnehmen und ja, einfach gesund bleiben, immer das Beste aus dem Tag machen und ja, das ist eigentlich das, was ich auf den Weg geben möchte. Ja, schöne Worte auf jeden Fall. Und dann bedanke ich mich nochmal bei dir und ich wünsche euch auf jeden Fall für morgen Gerne. ganz, ganz viel Glück. Und Dankeschön. ja, danke fürs Gespräch. War auf jeden Fall sehr interessant, deine Fand Antworten ich zu auch. hören auf die jeweiligen Fragen. Und ich glaube, den Zuschauern hat es auch gefallen. Hoffentlich nette Kommentare. Ja, hoffentlich. Nein. Ja, genau. Und Ja. ja. Dann wünsche ich dir auch viel Glück für die weitere Saison. Dankeschön. Ja. Und dann? Okay. Macht's gut. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.